In den Auswertungen finden Sie die Option Provisionen. Hier können Sie Provisionsabrechnungen sich ausdrucken oder beziehungsweise abrechnen. Das heißt, Sie können für einen bestimmten Zeitraum, für ein bestimmtes Personal, Provisionsabrechnungen erstellen. Um eine Provisionsabrechnung zu erstellen, müssen Sie natürlich im Artikelstamm hineingehen und in der Karteikarte Staffelpreise und PVA für Ihre Artikel, bei denen Sie eine Provision vergeben möchten oder einen Anreiz für den Verkäufer schaffen möchten, dass Sie sagen, ich hinterlege auch einen Provisionssatz. Wie in unserem Beispiel haben wir für unseren Artikel 8, also Fang den Käfer, 3% hinterlegt, für den Artikel 99, für den Bauernhof 2% und für den Artikel 501 haben wir ebenfalls 2% hinterlegt. Des Weiteren haben wir den Artikel 501 als Angebot deklariert. Warum? Sehen wir gleich. So, wir haben nun die Grundlage geschaffen, dass wir auch in der Praxis jetzt direkt mit Beispielen beginnen können. Wir gehen in die Kasse hinein, wir sind als Max Mustermann eingeloggt und wir verkaufen unseren Artikel 8. Das ist Fang den Käfer, bezahlen, exakt, weiter, nein. Dann sagen wir, wir verkaufen unseren Artikel 99, das ist der Bauernhof, ein Stück, bezahlen, weiter. Okay, nun machen wir einen Verkäuferwechsel und sagen, die Müller-Sabine ist jetzt gerade da. Und was verkauft die? Die verkauft ebenfalls den Bauernhof, und zwar zwei Stück, weil die fleißig ist. Und sagen, bezahlen, weiter. Okay, und jetzt kommt der Herr Hans, der Schmidt, der verkauft auch was, und zwar unseren Angebotsartikel. Unsere Pumpe mit ein Stück. So, hier sagen wir bezahlen, 100 Euro, weiter, nein. Jetzt sind wir soweit, dass wir mal einen Blick in die Provisionen reinwerfen können. Sie verzeihen mein Bayerisch manchmal. Und zwar, wir haben nun eine Auflistung der verkauften Artikel. Und zwar mit der Artikelnummer, mit der Bezeichnung, mit der auszuzahlenden Provision, mit der verkauften Stückzahl und mit dem Bruttopreis. So. Hier haben wir eine Aufsummierung, wenn kein Verkäufer ausgewählt ist. Haben Sie einen Verkäufer ausgewählt, werden natürlich nur die Artikel des von Ihnen ausgewählten Verkäufers für den dementsprechenden Zeitraum angezeigt. So können Sie ganz bequem einen Verkäufer auswählen und sich die dementsprechende Übersicht für den Verkäufer ansehen. Wenn Sie einen Artikel als Angebot deklariert haben, wie unsere Pumpe, ja, die haben wir ja gesagt, das ist ein Angebotsartikel, und Sie trotzdem einen Verkaufspreis, also eine Verkaufsprovision hinterlegt haben, wird diese Provision auch angewandt. Wie hingegen verhält es sich, wenn Sie Preisreduzierungen durchführen? Das können wir jetzt ganz einfach machen. Ich gehe jetzt wieder in die Kasse hinein und bleibe jetzt als Müller-Sabine eingeloggt und ich sage, wir nehmen unseren, was war das? Unseren Bauernhof, genau, wir verkaufen ein Stück, machen eine Preisreduzierung. Das heißt, anstatt 20 Euro kostet der 10 Euro. Egal, weil der defekt, kaputt, zweite Wahl ist, wie auch immer. Nun sagen wir, wir verkaufen den, wollen keinen Bonus und nun sehen wir uns die Provisionen an. In der Provisionsabrechnung sollten wir nun, genau, einen neuen Bauernhof herin haben, in einer neuen Gruppierung, weil der Preis ja differiert. Das heißt, Wabi Profi 3 gruppiert die Ergebnisse nach der Artikelnummer, nach der Bezeichnung, nach dem dementsprechenden Bruttopreis und natürlich nach dem Verkäufer. Klar. So, wenn Sie nun einen anderen Verkaufspreis haben für einen Artikel, den Sie bereits schon zum Normalpreis verkauft haben, wie in unserem Beispiel der Bauernhof, den haben wir schon dreimal mit 20 Euro verkauft und einmal nun mit 10 Euro. Wird aber auch die Provision oder die hinterlegte Provision für den Artikel auch angewandt. Denn eine Bestandsreduzierung kann ja verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel ein Mitbewerber bietet es gerade heute auch für diesen Preis an. Der Artikel ist irgendwie beschädigt, keine Ahnung. Aber Sie können dann bei einem Verkauf natürlich, wenn Sie nicht selber an der Kasse stehen, nicht für jeden Artikel, bei dem Sie unter Umständen eine Preisreduzierung durchgeführt haben, manuell entscheiden, ob auch eine Provision angewandt wird. Also das ist administrativ gar nicht mehr möglich. Weil wenn Sie das bei jedem Verkauf entscheiden müssten, wenn Sie eine Preisreduzierung durchführen, dann würden Sie ja wahnsinnig werden. Also das geht gar nicht. Das heißt, hinterlegte Preisprovisionen werden auch bei Preisreduzierungen angewandt. Okay, nun gehen wir mal in den Artikel rein und nehmen den Artikel hier, den heutigen Artikel, der kostet 12 Euro. Und da sage ich jetzt, ich mache eine Verkaufsprovision von 10%, weil wir ganz, ganz großzügig sind.
Okay, der Artikel 600. Wir gehen jetzt in die Kasse hinein und sagen, der Herr Schmidt verkauft den Artikel 600 an ein Stück. Und jetzt vergibt der Artikel, oder jetzt gibt der Herr Schmidt einen Rabatt. Und nun sagen wir einmal, er gibt 20% Rabatt. Jetzt sagen wir bezahlen. Weiter. Und sehen die uns die Verkaufsprovisionen an. Auswertungen, Provisionen. Auch hier haben wir eine ähnliche Situation, wie gerade bereits erörtert. Wenn Sie einen Rabatt vergeben, warum auch immer, weil der Mitbewerber auch heute, was weiß ich, 20% vergibt auf diesen Artikel, wie auch immer, weil der Artikel beschädigt ist, gilt das gleiche, der gleiche Grundsatz. Sie können nicht für jeden Verkauf, für jeden Artikel explizit entscheiden, wenn Sie nicht direkt vor Ort an der Kasse sind, ob eine eventuell hinterlegte Provision angewandt werden soll oder auch nicht. Im Klartext, wenn Sie einen Provisionssatz hinterlegt haben, wird er auch angewandt. Wenn Sie in den Systemeinstellungen, Karteikarte, Leistungsmerkmale, das Häkchen Provisions, oder Provisionssatz für Verkäufe aktivieren, dementsprechend angeklickt haben. Wenn Sie das Häkchen nicht angeklickt haben, werden hinterlegte Provisionssätze im Artikelstamm nicht angewandt. Also das ist jetzt soweit klarer, denke ich. Das Abrechnen ist relativ simpel. Also, oder andersrum, Sie können hier sagen, Sie wollen die Provisionsartikel für das gewählte Personal drucken. Wenn hier alles steht, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass es sagt, hier Benutzer geht er gar nicht. Für welches Personal denn? Du hast keins ausgewählt. Also müssten Sie an dieser Stelle sagen, für einen Max Mustermann, dann könnten Sie sagen, ich will das ganze Ding drucken. Dann haben Sie eine Vorschau, die Sie ganz, ganz bequem nun ausdrucken könnten oder die Vorschau einfach schließen könnten. Oder Sie sagen, Sie wollen alle Provisionsartikel drucken. Ja? Dann erstellt Ihnen eine Liste und sagt, pass mal auf, diese Artikel haben wir verkauft mit den dementsprechenden Stückzahlen, mit dem Bruttopreis und die dazugehörigen Provisionen und einen Gesamtauszahlungsbetrag, der für den Zeitraum, den Sie gerade ausgewählt haben, gültig ist. Dieses Drucken können Sie beliebig oft tun, wenn Sie jedoch sagen, abrechnen, und hierbei bitte ich um Vorsicht, das Abrechnen von oder das Erstellen von Provisionslisten sollten Sie immer am letzten nach einem Tagesabschluss tun. Denn wenn der 30. zum Beispiel der letzte im Monat ist und Sie am 29. eine Provisionsabrechnung tätigen, sind eventuell getätigte Umsätze und damit verbundene Provisionen am 30. verloren. Das heißt, die unterschlagen Sie Ihren Verkäufern, wie auch immer, weil Sie ja das Monat abgerechnet haben. Also da bitte ich um Vorsicht. Sie können jederzeit am 2., 3., 4., 5. eines Folgemonats oder in unserem Beispiel, wenn wir jetzt den 30. April haben, was hat der April? 4 Tage, 30, genau. Wenn Sie jetzt den 30. oder wenn wir heute den 30. April hätten und Sie würden heute Abend nach Tagesabschluss die Provisionsabrechnung durchführen, alles okay. Oder natürlich auch, wenn Sie am 5. Mai die Provisionsabrechnung für den April durchführen, auch okay. Aber bitte nicht vorher oder mit oder inmitten eines Monats. Also, das Abrechnen von Provisionen ist relativ simpel. Auch hier können Sie sagen, hier abrechnen für gewähltes Personal, wenn das Personal denn Umsätze bzw. Provisionen erhält. Oder Sie können sagen, alle abrechnen für gewählten Zeitrahmen und Sie können sich auch die bereits abgerechneten Zeiträume anzeigen lassen. Wenn die Abrechnung fertig ist, erhalten Sie hier diese Meldung, Abrechnung wurde erstellt. Diese Abrechnungen wurden bereits an Ihren Drucker gesandt, die können Sie aber auch im Nachhinein ansehen. Unter Abrechnungen zeige bereits abgerechnete Zeiträume, sehen Sie das dementsprechende Personal und die dazugehörigen Provisionslisten. Wenn ein Personal keine Provisionsliste hat, haben Sie auf der rechten Seite zum ausgewählten Personal natürlich keinen Eintrag. Im Klartext, wenn wir hier einen vierten Verkäufer hätten, der keine Umsätze getätigt hat, warum auch immer, und auch somit keine Provision erhalten hat oder jeweils Provisionen erhalten hat, dann ist auch rechts die Liste dazu leer. Okay, im Nachhinein können Sie hier einfach auf die Provisionsliste klicken und sagen Anzeigen. Dann haben Sie, wie in unserem Beispiel, für den April 2014 für den Herrn Mustermann die Provisionsliste als PDF-Format vor sich. Genauso könnten Sie sich natürlich die Müller Sabine und so weiter anzeigen lassen und so weiter und so fort. Ja, zusammengefasst ist es relativ simpel, mit Wabi Profi 3 Provisionsabrechnungen zu erstellen. Also in den Systemeinstellungen das Häkchen aktivieren, in der Karteikarte Verkauf, Leistungsmerkmale,
in den Artikelstamm einen Provisionssatz hinterlegen, in der Karteikarte Staffelpreise und PVA und verkaufen, und damit schaffen Sie auch einen Anreiz für Ihre Verkäufer, damit sie sich ein kleines bisschen mehr ins Zeug legen, das heißt ein kleines bisschen engagierter vielleicht sind, mehr Produkte zu verkaufen oder sich mehr um den Kunden zu bemühen und somit auch mehr Umsatz zu machen. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Bis zum nächsten Video. Tschüss!